Wie gesagt, herzlich willkommen, Thomas. Danke, dass du bereit warst, das zu machen. Ja? Und wir sind schon sehr gespannt, was du uns heute berichten wirst. Von mir hallo, Thomas Doppelreiter, arbeite eben bei Logo, bin eigentlich zuständig für Medienkompetenz, Fake News und solche Dinge, also alles, was schon ein bisschen mit dem Thema zu tun hat. Und werde jetzt gleich meinen Bildschirm teilen und euch meine Präsentation zeigen. Thema ist heute, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Sieht man die Präsi? Sehr gut. Okay, sehr gut. Nicht mein Schummelzettel, sondern die Präsi. Also wenn ich da um mich schaue, schaue ich auf meinen Schummelzettel. Das ist mein zweiter Bildschirm. Aber ich weiß grundsätzlich, worüber ich rede. Möchte halt mit euch oder für euch reden über das Thema Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungsideologien. Schauen wir gleich mal, warum ich Ideologien geschrieben habe und nicht Theorien. Schauen wir mal am Anfang uns ein paar bekannte Verschwörungstheorien an. Viele von uns werden wahrscheinlich welche erkennen. Da gibt es zum Beispiel Chemtrails, von Flugzeugen versprühte chemische Verbindungen, die uns entweder dumm halten sollen, unfruchtbar machen sollen oder uns irgendwie Gedanken kontrollieren sollen. Dann gibt es das seit über 50 Jahren bestehende, dass die CIA JFK gekillt hat. Das Zeichen der Illuminaten, die als Geheimverschwörung irgendwo im Hintergrund arbeiten. Ein bisschen was Unbekannteres, aber der Denver Airport ist angeblich entweder Eingang zur Unterwelt oder ja, Sitz von den Illuminaten. Gibt es ganz schräge Malereien dort. Dann Roswell, schon Ende der 40er Jahre, wo ein Alien obduziert worden ist, das jetzt anscheinend in der Area 51 ist. Noch älter die Protokolle der Weisen von Zion, mit dem so das Judentum grundsätzlich an allem Schuld gewinnt und irgendwie so, ja, an allem Schuld ist in den letzten nicht nur 100, sondern auch davor. Also das gibt ja den. Die Schuld der Juden gibt es schon viel länger. Da kommen wir noch einmal ganz kurz noch dazu. 9-11, eine der bekanntesten Theorien oder eines der bekanntesten Ereignisse der letzten 20 Jahre, um das sich halt sehr viel dreht, was auch Verschwörungen angeht. Natürlich auch die Mondlandung, war sie echt, war sie nicht echt. Wieder ein bisschen mehr Popkultur. Paul McCartney ist angeblich 1966 schon gestorben und ersetzt worden. Und etwas, das derzeit gerade ganz stark in Graz, das Foto ist, das Graz herumgeht, ist, also das mit QAnon zu tun hat, Pizzagate, wo sich inzwischen sehr berühmte Leute eingeschalten haben, wie Xavier Naidoo oder Attila Hildmann, die in ihren Telegram-Kanälen irrsinnig viel behaupten, wenig belegen, aber halt von einer Weltverschwörung reden. Das sind so ein paar Themen, wo man sieht, wie breit das eigentlich Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien aufgestellt sind. Das heißt, es gibt eigentlich zu sehr vielen Sachen Verschwörungstheorien oder Ideologien. Heute habe ich vor, über drei gröbere Kapitel zu sprechen. Einmal grundsätzlich, was sind Verschwörungen, woher kommen sie, warum gibt es sie, was sind die Merkmale. Dann ein eigenes Kapitel zu Covid-19. Was gibt es für Theorien zu Covid-19? Was stimmt dran, was stimmt nicht dran? Und da wieder ein bisschen so, woher kommen sie und wer vertritt sie? Und am Ende noch ein bisschen Handlungsanleitungen, wie man mit Menschen, die dran glauben, reden kann. Also einerseits, was tue ich, damit ich nicht drauf reinfall oder damit ich nicht in die. Aha, das. Damit ich nicht dem ganzen Aufsitz und solchen Erzählungen Glauben schenke und auch, wie kann man mit Menschen, die schon länger dran glauben oder die überhaupt dran glauben, die ein bisschen begleiten, mit denen umgehen und schauen, wie man denen eventuell wieder raushilft. Als erstes eben so Verschwörung. Verschwörungstheorien, woher kommt der Begriff? Ist der Begriff noch stimmig? Auch was sind die Merkmale von Verschwörungsideologien oder Verschwörungserzählungen? Wer glaubt an das Ganze und warum glauben die Menschen überhaupt dran? Also was für einen Mehrwert hat das, haben die Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologien für Menschen, die dran glauben?
Also, der Begriff Verschwörungstheorien ist eigentlich in der Diskussion schon ein bisschen veraltet und man spricht nicht mehr von Verschwörungstheorien, sondern inzwischen spricht man mehr von Verschwörungserzählungen und Verschwörungsideologien. Die unterscheiden sich einerseits natürlich von Fake News, wo wir auch bei der Meiterbildung einen André Wolf von Mimikama da gehabt haben, deswegen gehe ich Fake News jetzt gar nicht ein. Kann man bei uns auf der Website mal nachschauen. Fake News unterscheiden sich von Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen dadurch, dass sie, also Fake News einfach Falschnachrichten sind und Verschwörungstheorien immer was Größeres im Hintergrund haben. Das heißt, da wird nicht nur was Falsches berichtet, sondern es geht immer darum, etwas Größeres aufdecken zu wollen. Und warum der Begriff Theorie eigentlich nicht mehr ganz oder nicht zutrifft, ist, weil es keine Theorie im wissenschaftlichen Sinn ist. Es ist einfach eine Erzählung, man kann sie erklären wie ein Märchen. Und eine Theorie ist immer was, was in der Wissenschaft falsifiziert werden sollte. Das heißt, es stellt jemand eine Theorie auf, Leute versuchen die ganze zu widerlegen. Und wenn die nicht widerlegt werden kann, dann gilt sie als echt. Wenn sie widerlegt wird, dann sagt die Wissenschaft, okay, das haben wir früher geglaubt, das glauben wir jetzt nicht mehr, jetzt sind wir weiter. Bei Verschwörungstheorien, warum man die nicht so nennt, geht es eben nicht darum, dass man sie widerlegt. Verschwörungserzählungen haben im Hintergrund immer geheime Pläne. Das heißt, es geht immer darum, Geheimwissen zu haben, über Dinge, wo andere Leute nicht Bescheid wissen. Es gibt immer Hintermenschen, die das irgendwie leiten und in der Hand haben. Sehr oft wird das Bild des Marionettenspielers zeigt, der irgendwie seine Finger im Spiel hat und das Weltgeschehen lenkt oder gewisse Sachen lenkt. Und es geht immer um entweder eine Bedrohung, die ansteht, oder um große Ereignisse, die passiert sind. Das können Todesfälle sein von berühmten Menschen, also JFK, das war bei Michael Jackson, das war bei Lady Diana. Da gibt es irrsinnig viele Geschichten, die sich zum Teil gegenseitig widersprechen, aber das ist für die Menschen, die daran glauben, nicht so das Problem. Oder es gibt immer eben eine große Bedrohung, die ganze Welt betrifft. Und eben das ist der Grund. Erzählungen, weil es eben wissenschaftlich, weil man es nicht widerlegen kann, weil es halt keine Beweise und keine Gegenbeweise gibt. Ich habe einen Bildmedientransfer bekommen Ja. und der ist jetzt blockiert. Ich Wieso kann ihn nicht runterlassen. wieso blockiert? Ja. Und wenn dann mehrere Verschwörungserzählungen zusammenkommen und so gesehen eine Ideologie formen, dann spricht man von Verschwörungsideologien. Das ist dann eben, wir kommen später noch dazu, zum Beispiel, die Juden waren in der Geschichte der Welt immer wieder an sehr vielen Dingen schuld. Das heißt, die einzelnen Erzählungen sagen, dass Juden gewisse Sachen gemacht haben. Und die komplette Verschwörungsideologie wäre dann eben das Weltjudentum oder das Finanzjudentum, in dem sehr viele so kleine Erzählungen reinkommen und aus dem dann so eine ganze Haltung entsteht, die in Verschwörungskreisen sehr beliebt sind. Das Wichtige ist immer, dass bei Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählungen gefühltes Wissen wichtiger ist als wissenschaftliche Erkenntnis. Das heißt, man glaubt was, man spürt was, man hat so die Ahnung, dass das stimmen muss. Aber wissenschaftliche Erkenntnisse oder solche Dinge dagegen sprechen, so das Gefühl, dass das eigentlich nicht stimmen kann oder eben so ist, wie ich glaube, das überwiegt immer. Was sind jetzt so Merkmale von Verschwörungsideologien? Ein sehr wichtiges Merkmal von dem Ganzen ist immer die Frage und die sehr häufig formuliert einfach, cui bono, wem nützt das Ganze was? Wer hat was davon? Das heißt, es wird immer vermutet, dass im Hintergrund jemand ist, dem das Ganze nutzt. Der Mensch hat es das ungern, dass irgendwas einfach so passiert. Es muss immer gesteuert sein, es muss immer gelenkt sein. Wir müssen immer ein Bild draus machen, das muss uns immer passen. Das heißt, es muss auch im Hintergrund immer jemand geben, der das absichtlich macht. Es muss eine Absicht dahinter sein. Das Bild ist zum Beispiel aus dem Intro an von einem vor kurzem veröffentlichten Video, das auf YouTube und Facebook kursiert. Da sieht man sechs Experten, die sich zur Corona-Pandemie äußern. Das Interessante ist, niemand von denen ist Arzt, das heißt wirklich Experte jetzt im Thema Corona. Ist dort niemand.
Und wenn man die Leute genau anschaut, merkt man eigentlich, das ist so eine Art Who is Who der Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsideologen in Deutschland und auch England. Also man hat da Holocaust-Leugner dabei, man hat Menschen dabei, die behaupten, es gibt keine Viren und Krankheiten, sondern eigentlich gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, man wird nur krank, wenn man das irgendwie selbst will, und man kann sich dagegen einfach wehren, indem man sagt, ich werde nicht krank. Es sind oft, zum Beispiel der Nummer 5 ist das ist ein englischer ehemaliger Ingenieur, der halt ein bisschen mit Strahlung experimentiert hat und jetzt so in der Gruppe der Experte für alles, was mit Physik zu tun hat, ist. Nummer 6 zum Beispiel, ist der Mediziner, der Verschwörungsideologen, ist in Wirklichkeit einfach Landwirt und hat sich halt vieles von seinem Wissen, wie er sagt, selbst angeeignet, und ja, dem glauben halt jetzt Menschen mehr als wissenschaftlichen Studien. Das heißt, die fragen immer, wem nützt es eigentlich, und stellen dann Hypothesen auf, die, wenn man nicht wütend nachdenkt, durchaus schlüssig klingen, für die es aber keinen Beweis gibt. Ein zweites großes Merkmal ist immer so das sich stützen auf Fake News. Es wird immer von Nachrichten ausgegangen, oder sehr häufig von Nachrichten ausgegangen, die grundsätzlich einmal entweder nicht stimmen oder zumindest nur teilweise stimmen. Und darauf wird dann das Ganze, die ganze Ideologie aufbaut. Eben, da sehen wir Graffiti mit 5G ist der Killer, Covid gibt es gar nicht. Da wird eben davon ausgegangen, dass 5G grundsätzlich einmal schlecht, böse ist und eben auch das Ganze auslösen kann. Wofür es, also dafür, dass es Covid auslösen kann, gibt es Beweise, dass es nicht so ist. Wie gut oder schlecht 5G jetzt wirklich ist, da fehlen einfach nur einige Untersuchungen, aber da wird das einfach immer behauptet und dann wird davon ausgegangen, dass das stimmt, und darauf baut sich dann die Ideologie auf. Ganz wichtig sind übergeordnete Mächte. Vielleicht von einigen schon gehört, da kommen immer wieder in Filmen vor, die Freimaurer, die Illuminaten, eben auch das Weltjudentum, wie es genannt wird, oder die NWO, die Neue Weltordnung, New World Order, die irgendwie im Hintergrund die ganzen Weltregierungen lenkt. Davor wird immer gewarnt. Das sind immer irgendwelche Menschen, die man entweder schon kennt, aber die irgendwie unnahbar sind, oder Menschen, die sowieso ganz im Hintergrund sind und die man gar nicht kennt, weil die sich so gut verstecken, dass man sie eh nicht rausfindet. David Icke, englischer Verschwörungsideologe, ist zum Beispiel auch der Meinung, dass alle mächtigen Menschen der Welt Echsenmenschen sind. Das heißt, das sind gar keine echten Menschen, sondern das sind innen sind es halt Echsen. Also, ja. Ja. Weiteres wichtiges Merkmal von Verschwörungsideologien ist die Confirmation Bias. Wie ich vorher schon gesagt habe, in der Wissenschaft ist es immer wichtig, dass was falsifiziert werden kann oder auch soll. Ich stelle eine Theorie auf, und andere Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, versuchen die dann zu widerlegen. Versuchen wirklich dran zu klopfen und zu schauen, stimmt das, kann das stimmen, kann das nicht stimmen. Bei Verschwörungsideologien ist es umgekehrt. Die suchen extra Beweise dafür, dass es stimmt, und werten die Beweise, die sie finden, die dafür sprechen, viel höher oder sehen die es viel wichtiger an, als wie Beweise, die dagegen sprechen. Gibt es jetzt auf Netflix eine Dokumentation, die heißt Behind the Curve. Da geht es um Menschen, die glauben, die Erde sei eine Scheibe. Und da sieht man die Wissenschaftler der Fraktion Versuche zu machen, von denen Wissenschaftler sagen, ja, das sind eigentlich gute Versuche, das sollen sie rückmachen. Und bei beiden kommt eigentlich raus, dass die Erde eine Kugel ist oder zumindest nicht flach ist. Und obwohl sie vorher sagen, die Versuchsanordnung beweist im Endeffekt, wenn das und das rauskommt, dass die Erde eine Scheibe ist, wenn sie dann aus dem Versuch erfahren, dass die Erde eigentlich eine Kugel sein sollte, sagen sie, naja gut, wir haben das schlecht aufgebaut, das kann nicht sein, wir müssen das nochmal machen. Das heißt, eindeutige Beweise, die für die Kugelform der Erde sprechen, werden da einfach nicht anerkannt, und man muss einfach den Versuch so lange ändern, bis man dort ist, dass man das beweisen kann, dass die Erde eine Scheibe ist. Und so funktionieren sehr viele Argumentationslinien von Verschwörungsideologen. Und ganz wichtig ist auch immer, da kommen wir auch beim Mehrwert auch noch dazu, dass es wir, die Ideologie vertreten, die Guten sind, und wir müssen gegen das Böse ankämpfen. Das heißt, das Böse ist in der Welt und versucht uns zu beeinflussen oder versucht irgendwas mit uns zu machen,
und wir wehren uns dagegen. Ein sehr berühmtes, böses Bild derzeit oder schon länger ist George Soros, der hinter sehr vielen Dingen anscheinend steckt oder angeblich steckt. Ob das eben jetzt Covid ist oder die Flüchtlingskrise von 2015, steht immer wieder auch symbolisch für das Judentum. Und kurzer Exkurs, das ist nichts Neues. Da ist es zum Beispiel eine Karikatur aus dem Zweiten Weltkrieg, wo eine Krake, die das Gesicht von Churchill hat, einen Judenstern über dem Kopf hat und sich also symbolisiert, dass Churchill mit Hilfe der Juden sich die Welt krallen möchte. Das heißt, das Judentum steht immer im Hintergrund, lenkt alles und ist eigentlich schuld an allem, was auf der Welt so passiert. Das ist so eine klassische Erzählung, die man immer wieder hört. Die Weltelite, das Weltjudentum, das Finanzjudentum steht hinter dem Ganzen. Und da schwingt natürlich sehr bitterböser Antisemitismus mit, den man benennen muss und den es auch gilt, ganz klar entgegenzutreten. Der ist schuld am Kriege, ein Poster aus dem Zweiten Weltkrieg und auch ein Bild, das vor ein paar Jahren in Österreich auf Facebook geteilt worden ist von einem Politiker, das sogar leicht abgeändert worden ist, weil es im Original nicht ganz so ausschaut. In dem Fall ist die linke Person, die da die Banken vertritt, ist ihr eine andere Nase verpasst worden, und zwar eine Hakennase, die gerade in solchen Erzählungen sehr häufig mit dem Judentum in Verbindung steht, in Verbindung gebracht wird, und die Manschettenknöpfe sind auch nochmal Davidsterne. Das heißt, die Banken, die Weltmacht, die das Volk ausnimmt und von der Regierung bedient wird, wird wieder als jüdisch dargestellt. Das heißt, alles, was böse ist, alles, was im Hintergrund ist, alles, was gegen das Volk arbeitet, hat mit dem Judentum zu tun. Und das ist sowas, was sie eben über die letzten hunderten Jahre eigentlich durchzieht. Das beginnt zum Teil bei den Brunnenvergiftungen im Mittelalter, wo jüdischen Menschen die Schuld dran gegeben worden ist, oder sie sind beschuldigt worden, öffentliche Brunnen zu vergiften. Sie sind, ihnen ist die Schuld gegeben worden, dass sich die Pest in Europa ausbreitet. Der Iran gibt heute noch dem Israel die Schuld, dass im Iran zum Teil monatelang nicht regnet und die Israelis die Wolken so manipulieren, dass es dort nicht regnet und eben zu Hungersnöten kommt. Flüchtlingskrisen sind gesteuert worden anscheinend oder angeblich. Also dann wird einfach immer, wenn ein Problem in der Welt auftritt, gibt es Menschen, die sagen, die Juden sind schuld, ganz einfach Sündenbock. Wie gesagt, dagegen gilt es bitte einzutreten und aufzustehen. Wer glaubt jetzt an Verschwörungsideologien? Ich habe vorher schon ein paar aufgezählt, ein paar waren sicher auch bekannt. Man kann bei Verschwörungsideologien eigentlich ganz, ganz schlecht sagen, wer daran glaubt. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, mit der politischen Einstellung, mit Intelligenz. Das ist alles, sind alles Marker, die da nicht hinpassen. Das gibt es quer durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersschichten, natürlich im Ausmaß unterschiedlich und auch in welche Ideologie ich jetzt glaube. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es fast in jeder Gesellschaftsschicht jemanden gibt oder viele Menschen gibt, die an Verschwörungsideologien glauben. Und ich würde sogar behaupten, jeder von uns kennt jemanden, der zumindest eine vertritt. Die kann jetzt harmlos sein oder nicht so harmlos, aber grundsätzlich so das Zweifeln am Weltbild, ob jetzt die USA jemals am Mond waren, ob der JFK jetzt wirklich nur vom Lee Harvey Oswald erschossen worden ist oder ob da das CIA dahinter steckt. Solche Dinge sind halt gerade in den Menschen auch durch die Popkultur immer wieder eingepflanzt und werden halt auch durchaus geglaubt und zum Teil sehr stark verteidigt. Was man sagen kann, ist, dass niemand von heute auf morgen an Verschwörungen glaubt. Das ist meistens ein Prozess und beginnt eben mit so Zweifeln an gewissen Dingen. Beginnt mit Zweifel an Autoritäten, was ja nichts Schlechtes ist. Also man soll auf keinen Fall alles einfach so hinnehmen, was andere Menschen sagen oder Autoritäten sagen. Und dann beginnt man ein bisschen zu recherchieren. Und das kann halt wirklich in das Rabbit Hole führen, dass man, ich sage es, wie es ist, bei falschen Quellen recherchiert, bei schlechten Quellen recherchiert, die einfach solche Verschwörungsideologien anbieten. Die sind super, super bequem, weil die Lösungen für sehr viele Sachen bieten, was sie aber nicht wahrer macht.
Das heißt, da ist meistens so ein schleichender Prozess. Das beginnt eben mit, ich glaube nicht, dass die Menschen am Mond waren, und endet irgendwann, wenn es ganz grob ist, dass alle Menschen, die irgendwas zum Sagen haben, eigentlich keine Menschen, sondern Echsen sind. Und ja, dazwischen gibt es sehr vieles und dazwischen ist manches nicht so gefährlich und manches sehr gefährlich. Grundsätzlich ist es aber immer irgendwie, oder soll es immer ein Ziel von uns allen sein, dagegen aufzustehen. Was sind jetzt Gründe dafür, dass man sich in Verschwörungsideologien und Verschwörungserzählungen reinhaut? Das können persönliche Schicksalsschläge sein, wenn ich oder jemand aus meinem Umfeld eine schwere Krankheit hat und die Medizin hilft mir nicht mehr, dann versuche ich das irgendwie anders zu lösen. Das beginnt mit möglicherweise harmlos alternativmedizinischen Ansätzen und endet aber dann in gewissen Sachen, wo man der Scharlatanerie aufsitzt und dann sagt, okay, ich glaube jetzt, dass mir der, keine Ahnung, das Riesengebilde, das mir der jetzt da für 3.000 Euro verkauft im Internet, dass das die Krankheit wegmacht. Das Geld ist dann ausgeben, derjenige, der das verkauft hat, hat Geld gemacht und du glaubst dann so stark daran, weil du ja das Geld ausgeben hast, dass du willst, dass das hilft, egal ob es hilft oder nicht, in dem Fall eben nicht. Auch Justizirrtümer, Justizprobleme oder Probleme mit Behörden können dazu führen, dass man an Verschwörungsideologien glaubt, gerade im Bereich zum Beispiel der Reichsbürger, Reichsbürgerinnen, Reichsbürgerbewegung, wo Menschen dann den Staat nicht mehr hinterfragen, sondern einfach sagt, den gibt's nicht, oder ich baue meinen eigenen Staat, oder Deutschland zum Beispiel ist immer noch besetzt, wie es zum Beispiel Xavier Naidoo auch behauptet, Deutschland ist eine Firma, so ganze Dinge und dann Beweise herzeigen, sie, dass zum Beispiel ein Personalausweis, das was Personal ist, das heißt, man ist die Firma und wir sind die für die arbeiten. Sehr abstrus zum Teil, aber für die Menschen schlüssig und die graben sich dann auch immer weiter in die Dinge ein. Weitere Gründe sind zum Beispiel, wenn man schon bestehende Glaubenssysteme hat, die einfache Lösungen bieten. Das heißt, wenn man in einem Wertesystem lebt, das ganz klar schwarz-weiß malt, wo es immer komplett richtig und komplett falsch gibt, das kann sowas auch bestärken. Und ein Katalysator eigentlich für das Ganze kann sein, dass man sich um andere Menschen, die Natur oder irgendwelche Dinge, die sich selbst nicht schützen können, sehr sorgt. Das merkt man in den letzten Monaten und Jahren auch, wo zunehmend auch aus Umweltschutzgründen zum Teil Theorien verbreitet werden oder Verschwörungsideologien verbreitet werden, die nicht stimmen. Aber einfach, weil man sagt, das hilft ja der Umwelt, das muss, das und das ist böse, das und das ist gut. Hat ein bisschen so mit dem braunen Esoterik-Gedanken zu tun, wo Esoterik dann sich vermischt mit Theorien aus der zum Beispiel neuen germanischen Medizin, die wiederum von jüdischen Menschen als minderwertig spricht und so weiter. Sehr, sehr großes Bild, wo wir Broschüren bei Logo haben, die wir vor ein paar Jahren rausgegeben haben. Also wo man ganz klar sieht, dass auch eigentlich aus der anderen Sicht, also ich will eigentlich die Welt schützen, das Ganze rauskommen kann. Und der letzte Punkt, der in den letzten Jahren auch mit der Flüchtlingskrise 2015 zum Beispiel sehr stark geworden ist und auch im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr verbreitet war, ist die persönliche Existenzangst. Ich habe Angst um mein Leben, Angst um meine Arbeitsstelle und so weiter und suche mir eben Sündenböcke. Und Sündenböcke sind immer so, egal ob die das dann wirklich, ob die das machen oder nicht. Es wird behauptet, dass gewisse Menschen böse sind und dass die uns beeinflussen wollen und dass das im Hintergrund wieder gelenkt wird und dagegen wehre ich mich dann und stolper dann immer weiter in die Glaubensgebilde ein und ja, graubt dann immer weiter. Warum glauben Menschen an das Ganze? Einerseits natürlich ein äußerer Feind verbindet, also die Spaltung, so schräg es klingt, verbindet die Menschen. Die Menschen sagen sie oft von ihrer Familie los und sind wirklich dann komplett isoliert, aber haben dann halt so eine Gruppierung, in der sie leben und die sie sehr stark verbindet, wo man alle gemeinsam was glaubt und an etwas arbeitet. Kampf für eine gute Sache, ich habe vorher schon gesagt, gut gegen böse, man selbst sieht sie immer auf der Seite der Guten und man arbeitet eben für die gute Sache und die
gilt es zu unterstützen. Also man hat irgendwie so das Weltverbessererische, eine Überlegenheit. Man hat Geheimwissen, man hat Wissen, das andere nicht haben. Das ist immer so, dass man kennt die Bilder wahrscheinlich von den Erleuchteten oder Erwachten, die dann von anderen, die das noch nicht wissen oder die Theorien nicht vertreten, als Schlafschafe spricht, das heißt von Menschen, die noch nicht erwacht sind, die das Ganze noch nicht wissen und die noch systemgläubig sind. Das ist einfach so ein persönliches, ich weiß mehr als die anderen und daraus hat man irgendwie so einen Stolz, dass man mehr weiß. Es ist ein Ausweg aus der Ohnmacht, das stimmt, wenn man in einer Existenzangstsituation ist und man glaubt, man kann nichts tun, man hat dann auf einmal irgendwie etwas zu tun, wo man an der Situation glaubt, was ändern zu können. Schwierig wird es dann, wenn man Widersprüche ignorieren beginnt. Das heißt, wenn sich unterschiedliche Theorien eigentlich ausschließen, wo wir jetzt, wenn wir das verfolgen, nicht hundertprozentig sicher sind, was stimmt jetzt, ist für die ganz klar, okay, das stimmt jetzt und das kann auch. Also es gibt Menschen, die vertreten zum Beispiel Hohl- und Flacherde zugleich. Das heißt, die Erde ist flach, aber innen hohl. Das ist für die Menschen kein Problem. Die sehen das zwar als Widerspruch, wichtig ist immer so, sie ist nicht so, wie die Gesellschaft uns glauben machen will, dass sie ist. Verleugnung, auch sehr stark, alle Teile, wie vorher schon gesagt, bei der Confirmation Bias, alle Dinge, die zum Beispiel beweisen würden, dass das, was ich sage, falsch ist, werden einfach verleugnet und andere Dinge werden stärker bewertet, wodurch dann eben die Theorie oder die Ideologie wieder an Bedeutung gewinnt. Und in den letzten Jahren, vor allem wo Social Media wichtig geworden ist und wo jeder seine Meinung sagen kann und darf und auch soll, ist so, dass der ist mutig, der traut sich das zu sagen. Da geht es gar nicht mehr so darum, ob das richtig ist oder nicht, sondern das ist der Mut, etwas zu sagen, was die anderen nicht glauben. Dass das ein Schwachsinn ist zum Teil oder zum Großteil bei solchen Theorien oder Ideologien, ist da nicht mehr so wichtig, sondern der ist mutig, der traut sich das zu sagen, was alle denken, weil man lebt in einer Bubble, wo alle so denken. Das ist was, was viele Leute dazu bewegt, dass sie dann Videos machen für Social Media oder einen Status posten, der manche Menschen vor den Kopf stößt, manche Menschen Kopf schütteln lässt und andere halt wieder sagen, okay, du bist mutig, du traust dir das zu sagen, cool, dass du das machst. Und das ist halt so ein Schulterklopfen innerhalb der Partie, innerhalb der Bewegung, die auch dazu beitragen kann, dass Leute das eher nach außen tragen. Was haben wir jetzt, was für Erzählungen kennen wir jetzt aus dem Bereich Covid-19? Da gibt es immer die Frage, gibt es Covid-19 überhaupt? Gibt es unterschiedliche Meinungen, ganz klar, ja und nein. Und jein, also es gibt auch so das, ja es gibt es, aber es ist eigentlich was anderes oder es ist nur Grippe. Egal wer das behauptet, sehr häufig behaupten das Menschen, die sich mit Medizin nicht auskennen. Das ist immer super wichtig, weil eben da wieder der Mut ist, du traust dir das zu sagen, dass es das zum Beispiel gar nicht gibt. Ist Covid-19 so gefährlich wie behauptet? Ist es nur eine Grippe und sind die Menschen, die sterben, eigentlich eh gar nicht so viele mehr? Es stimmt, dass wir in Österreich nicht viel mehr oder zum Teil sogar weniger Todesfälle haben als im Vergleichszeitraum letzten Jahr. Das sind unterschiedliche Gründe. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt 2,5 Monate fast niemand unterwegs war. Der Autoverkehr hat sich vermindert, die Leute sind nicht mehr in die Arbeit gegangen oder sehr, sehr wenige Leute sind in die Arbeit gegangen und haben von zu Hause aus gearbeitet. Das heißt, der ganze Arbeitsweg, das ganze Unfälle in der Arbeit sind um einiges zurückgegangen. Wenn man sich aber dann Zahlen aus Gebieten anschaut, von denen man weiß, wo es sehr stark auftreten ist, das ist zum Beispiel Bergamo, nicht nur die Stadt, sondern die ganze Region, wo man sieht, die Todesfälle im März vom letzten Jahr und von heuer oder auch die Zahlen aus New York. Das sind die wöchentlichen Todesfälle. Die rote Linie sind die beobachteten Todesfälle. Die Punkte sind die zu erwartenden Todesfälle. Und man sieht einfach, dass sie dann mit März und April ordentlich rauf, also ja, geht bis 25. April, einfach raufgehen und zwar von ungefähr etwas über 1.000 auf 6.000 oder 7.000 Todesfälle pro Woche. Davon einer leichten Anomalie zu sprechen, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist dann schon ein bisschen verwegen und mutig. Größten Theorien oder Ideologien oder Streit gibt es natürlich, woher kommt Covid-19? Und da kann man sich eigentlich was aussuchen.
Man kann sich zum Beispiel aussuchen, dass das Ganze eine Biowaffe ist und selbst da ist man noch nicht fertig. Man kann sagen, die Biowaffe ist eine chinesische Erfindung, ist eine amerikanische Erfindung, ist eine israelische Erfindung. Wir sind wieder dabei, dass das Judentum das Ganze im Hintergrund steuert. Eben chinesische Erfindung, um die amerikanische Wirtschaft zu schwächen, amerikanische Erfindung, um die chinesische Wirtschaft zu sprechen. Es gibt die Theorie, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan entweder absichtlich freigesetzt worden ist oder entkommen ist. Es gibt die Theorien, wie vorher schon gesagt, dass 5G schuld ist an dem Ganzen, und zwar entweder der Auslöser oder die gibt es gar nicht und 5G ist schuld an dem Ganzen. Oder auch nur, dass 5G das weiter verbreitet, was natürlich auch, also wenn man ein bisschen physikalisch auskennt, das können Strahlungen einfach nicht. Aber man sieht trotzdem, dass die Leute da noch handeln. Das heißt, in England, auch in China, sind 5G-Masten zerstört worden, aus dem Grund, weil Menschen daran glauben, dass 5G schuld ist an dem Ganzen. Und inzwischen gibt es weltweit über 100 Türme, die zerstört worden sind, weil Covid anscheinend schuld an Corona ist. Eben da wieder die Karikatur, dass die Juden schuld sind am Covid oder am Corona, als trojanisches Pferd. Wir bringen das Ganze rein, um die Weltwirtschaft zum Erliegen zu bringen und um die Weltherrschaft zu übernehmen. Also das steht schon immer im Hintergrund. Das Judentum ist eigentlich das Böse auf der Welt und möchte die Weltherrschaft übernehmen. Und eine sehr beliebte und finde ich auch sehr, sehr lustige Theorie ist, dass Bill Gates das Ganze in die Welt gesetzt hat. Das Screenshot stammt aus dem Jahr 96, also kurz nachdem Windows 95 rausgekommen ist. Mit dem wird bewiesen, dass Bill Gates der Teufel ist, indem die Zahl 666, die ja den Teufel symbolisieren soll, dreimal bei seinen Sachen vorkommt, einmal im Namen. Es werden einfach die Buchstaben seines Namens in ASCII-Code umgewandelt. Das stimmt auch, also dass das 666 ergibt oben, wobei man schauen muss, man hat da alle Buchstaben umgewandelt und den Dreier hat man dann einfach übernommen. Also heißt Bill Gates der Dritte und den Dreier hat man einfach als Dreier übernommen und hat nicht den Dreier dann umgewandelt in ASCII, sondern hat den einfach übernommen. So kommt 666 raus. MS-DOS 621, da hat man ein Leerzeichen reingenommen, das den Wert 32 hat, damit sich das ausgeht. Bei Windows 95 hat man das Leerzeichen übrigens weggelassen, obwohl es eigentlich Namen ist. Und man hat dann hinten noch 1 dazuzählt, damit es auch wirklich ausgeht. Das heißt, so Nummerntheorien und so weiter werden dann schon immer so hingedrückt und hingebogen, dass das irgendwie dann gerade noch ausgeht. Und in dem Fall kann das ja gar kein Zufall sein. Und ich meine, wen wundert es noch, dass zum Beispiel das Labor in Wuhan, wo angeblich der Virus gezüchtet worden ist, auch die Hausnummer 666 hat. Also das sollte jetzt, also spätestens danach, keinen mehr verwundern. Was am Anfang sehr gefährlich war und auch sehr stark vor allem über WhatsApp und so weiter verbreitet worden ist, ist, was hilft dagegen? Wiederum, österreichische Politiker haben behauptet, dass man eigentlich nur die Luft anhalten muss, um drauf zu kommen, ob man erkrankt ist oder nicht. Das heißt, wenn man die Luft anhalten kann und 10 Sekunden anhalten kann, dann ist man eigentlich nicht krank. Das war ein sehr einfacher Test, den hat jeder machen können, er hat halt nur nichts gebracht. Also das hat halt nicht gestimmt, aber es hat wieder die Menschen so die Sicherheit gegeben, okay, ich kann mir das selbst schauen und ich kann das, passt, ich bin nicht krank. Das heißt, es gibt wieder Sicherheit, obwohl es ein Blödsinn ist. Aber es ist eigentlich alles behauptet worden, also in den letzten Monaten von das Virus mag keine Hitze, das heißt bei 26, 27 Grad spätestens stirbt das Virus ab, was schon schwierig ist, wenn es bei uns im Körper ist, hat es eine Temperatur von 36 Grad. Also das wird schon schwierig, dass es, also müsste ja im Körper schon absterben, aber es gibt auch Mittel von, angefangen von Hausmitteln, Zwiebel, Knoblauch, Trump hat Hydroxychloroquin vorgeschlagen, ein Malaria-Medikament, das er angeblich tagelang immer wieder genommen hat. Inzwischen nimmt das nicht mehr, weil halt drauf gekommen ist, dass es nicht hilft oder weil es Studien dazu gibt und weil es halt auch bei Überdosierung tödlich ist. Das heißt, kann auch gefährlich sein. Er hat auch Desinfektionsmittel empfohlen, wobei er dann einen Tag später gesagt hat, nachdem mindestens ein Mensch gestorben ist dran, dass das so nicht gemeint war. Das war eigentlich scherzhaft gemeint. Das heißt, die Leute hätten das ja checken sollen, dass er das nicht ernst meint. Weil ich immer ein bisschen schwierig finde.
Aber es gibt halt auch Mittel, wie wurde gesagt, wenn es Kokain hilft, Alkohol hilft, Heißluft hilft, Bleichmittel hilft. Also es ist einfach sehr viel behauptet worden im Internet, was irgendwie helfen soll, was aber dann immer in Wirklichkeit gibt es einfach nur nichts, was man weiß, was wirklich hilft. Das wollte ich so nicht. Nein, das wollte ich so nicht. Am Ende noch, was kann ich tun? Und zwar wieder eingeteilt in, was kann ich für mich tun, was kann ich für andere tun? Wenn Sie mit insgesamt Verschwörungsideologien, Verschwörungsglauben in Berührung kommen oder damit wir damit nicht in Berührung kommen. Für mich kann ich tun klassische Informationskompetenzarbeit, klassische Arbeit, die ich auch machen würde, wenn ich Fake News aufdecken möchte oder schauen möchte, ob was richtig oder falsch ist. Nämlich einfach einmal zu fragen, ist die Quelle, die ich mir gerade anschaue, seriös? Ist das, hallo, das will ich nicht. Ist sie seriös? Ist das eine Quelle, die irgendwie immer wieder dadurch auffällt, dass sie komische Inhalte teilt, dass sie Inhalte teilt, die sonst nicht stimmen? Welche anderen Quellen sind auch noch der Meinung, wenn ihr die Quelle jetzt nicht kennt, welche anderen Nachrichtenportale, Zeitungen oder Webseiten sind auch noch der Meinung, der gleichen Meinung wie die Quelle, die ich gerade suche oder benutze? Gibt es ein Impressum? Webseiten sollten eigentlich ein Impressum haben, das heißt etwas, wo drinnen steht, wer zuständig ist, wie man die ganzen erreichen kann und wie man das Ganze, wie man denen zum Teil Fragen stellen kann und nachfragen kann. Also wo man einfach fragt, hey, bist du dir sicher, dass das stimmt? Wenn dort keine Namen drinnen sind oder aus irgendeinem komischen Grund gar nichts drinnen ist, dann kann man auch gleich einmal skeptisch werden, das Ganze. Gibt es Studien, die Meldungen bestätigen oder widerlegen? Das heißt, ist es eigentlich noch oder schon bewiesen, dass das Ganze so ist, wie die sagen? Oder stützen Sie die einfach auf Halbwissen oder auf Fake News oder auf irgendwas, das irgendwann einmal gesagt worden ist, ohne dass das irgendwann belegt war? Bei Bildern ganz wichtig, nachzuschauen, woher stammen die Bilder? Sind das wirkliche Bilder von einer Situation? Sind das Beispielbilder? Sind das zusammengestoppelte Photoshop-Bilder zum Beispiel? Gibt es mehrere Seiten im Internet? Man kann das über Google machen, man kann das über Yandex machen, die russische Suchmaschine. Man kann das über TinEye machen. Das ist also eine eigene Applikation, wo man Bilder hochladen kann und dann schauen kann, ob die Bilder schon einmal im Netz waren, von wann die sind, wie die im Original eventuell ausschauen. Es gibt auch Fotoforensik oder Bildforensik-Tools, wo man sich anschauen kann, ob irgendwas im Nachhinein eingefügt worden ist. Das geht jetzt schon ein bisschen weit, aber grundsätzlich kann man eigentlich sehr viel rausfinden, ob ein Bild echt ist oder nicht. Was man sich persönlich fragen kann, will ich oder möchte ich, dass die Nachricht wahr ist? Und wenn ja, warum möchte ich das? Also hat das irgendwas bestätigt, ist irgendwas in mir, was ich sowieso schon glaube und bin da deswegen eher bereit, etwas zu glauben? Immer wieder, was wir auch bei jedem Workshop sagen, ist, die W-Fragen zu stellen. Das heißt, woher kommt das Ganze? Wer sagt das? Wann war das aktuell oder ist das noch aktuell? Wie kommt das Ganze daher? Schaut das seriös aus oder nicht? Das sind die klassischen W-Fragen. Und im Endeffekt auch sehr wichtig, was finde ich auf Fact-Checker-Seiten? Das ist wiederum nur für mich. Das hilft bei Menschen, die schon an Verschwörungsideologien glauben, eher wenig. Die glauben nämlich Fact-Checker-Seiten auch nicht mehr, weil Fact-Checker-Seiten halt immer wieder gegen sie sprechen und ihre Theorien oder ihre Ideologien. Und deshalb halt einfach dem natürlich nicht glauben, weil das würde natürlich ihre Welt oder ihre Glaubens- oder Theoriegebilde einstürzen lassen. Welche Fact-Checker-Seiten empfehle ich jetzt oder empfehlen wir jetzt? Wir haben vor ein paar Wochen André Wolf von Mimikama bei uns gehabt, österreichischer Verein. Machen großartige Arbeit. Korrektiv ist eine deutsche Initiative, die sich mit Falschnachrichten beschäftigt, die ja eine eigene Sektion derzeit zu Covid-19 haben. Dann der Faktenfinder von der ARD, die machen das auch sehr, also grafisch sehr schön und sind halt auch sehr, sehr, sehr genau und sehr tiefgreifend. Snopes ist eine amerikanische Initiative, die das eben mit Weltthemen macht und jetzt nicht so sehr auf Österreich spezifisch oder auf dem deutschsprachigen Raum spezifisch sich spezifiziert, sondern eben wirklich für amerikanische Themen angeht. Psiram ist eine Art Wikipedia über Themen, die alles so aus dem Bereich von Verschwörungsideologien und so weiter kommen,
wo man dann nachlesen kann über Geschichte von Menschen, die etwas behauptet haben, zum Beispiel vorher, wenn man sie, die sechs Experten, die ich vorgeschlagen habe, da gibt es zum Beispiel den Herrn Ulzin, der eben so der Mediziner ist von der ganzen Partie, der aber eben, wo man sieht, was der alles schon veröffentlicht hat, was der behauptet hat und wo der eigentlich herkommt. Und da kann man sich halt auch nochmal sein eigenes Bild dazu machen. Und Seite, die auch sehr viel Aufklärungsarbeit macht und die auch Merchandise verkauft, Workshops macht und in Medien sehr, sehr stark auftritt, ist der Goldene Aluhut, der deutsche Initiative von einer Aussteigerin von den Zeugen Jehovas, die aufgrund ihres Weltbildes dann gesagt hat, na, ich möchte das alles hinterfragen, und die jetzt gemeinsam mit ein paar anderen Aufklärungswebseite, nicht nur zu dem Thema, aber zu allen Themen, die irgendwie mit gefährlichem Halbwissen zu tun hat. Was kann ich für andere machen? Und dann bin ich auch schon am Ende. Das Wichtigste ist, respektvoll zu bleiben. Ich kann, wenn ich wen beschimpfe, ist das sofort weg. Also es ist super einfach, sich über andere Leute, die etwas glauben, was für mich logisch falsch ist, wenn ich mir über die lustig mache. Also die Aluhutkeule, wenn ich jetzt sage, ah, setz einmal den Aluhut auf, das kann zwar lustig sein, bringt aber niemandem was, weil ich habe sofort den Respekt von der Person verloren und die wird mit mir niemals über das Thema diskutieren, weil die Person weiß, ich bin anderer Meinung und ich habe sie nicht wirklich respektvoll behandelt. Was aber ganz wichtig ist, gerade wenn man in Diskussionen mit mehreren Personen ist, dass man sich selbst positioniert. Wenn irgendjemand was behauptet, was kann eine Verschwörungsideologie sein, kann aber dann eben auch im Hintergrund schon der Antisemitismus mitschwingen, der, wie gesagt, immer wieder Teil von dem Ganzen ist, dem Ganzen entgegenzutreten. Zu sagen, hey, was du da sagst, ist antisemitisch, ist ausländerfeindlich, ist homophob, also solche Dinge, die da gern mitschwingen, dagegen, da verwehre ich mich, das stimmt so nicht, da stehe ich dagegen. Ganz wichtig in solchen Diskussionen, nicht um die Person selbst zu überzeugen, sondern einfach um andere Personen, die dort sind, einfach auch zu signalisieren, das stimmt nicht und da gibt es andere Dinge, die bewiesen sind. Glaub nichts ungefragt, das ist wieder sowas, wo auch Verschwörungsideologien anfangen, die alles bezweifeln, aber natürlich auch in dem Fall, wenn irgendjemand einfach was behauptet, einfach nachzuschauen. Es gibt eigentlich sehr viel Wissen da draußen und mit den Tipps von vorhin einfach sich über das Thema zu erkundigen. Bleib bei einem Thema. Das ist was sehr Schwieriges, gerade mit Menschen, die irrsinnig viel behaupten und die dann aus mehreren Verschwörungsideologien oder Erzählungen auf einmal was herbringen. Nennt sich Gischgalloping, wo man einfach unterschiedliche, sehr, sehr schnell Argumente, Behauptungen raushaut, gegen die man sie alle wehren muss. Und wir wissen es aus der Vorurteilforschung, ein Vorurteil aufzubauen, da ist nicht kurz, also etwas zu sagen, keine Ahnung, das und das ist wahr, geht viel schnell, das Ganze zu widerlegen dauert länger, und wenn der mit 20 Dingen daherkommt, brauche ich einfach ewig, bis ich jedes der Dinge widerlegt habe. Und es ist einfach viel sexier, wenn ich was behaupte, was nicht stimmt, aber das ist, als wie wenn ich das Ganze dann mit Studien versuche zu widerlegen. Da hören mir die Leute dann nicht mehr so zu. Deshalb bleibe ich bei einem Thema, der behauptet, die Erde ist flach, und ich sage, hast du dafür Beweise? Der sagt dann irgendwas und ich kann die dann anhand der Dinge, die es gibt zu dem Thema, widerlegen. Ebenso das, hast du dafür Beweise? Stell Fragen, stell Fragen zu den Themen. Woher kommt das? Woher hast du das? Wer hat dir das gesagt? Woher hast du die Informationen? Warum glaubst du das? Solche Fragen einfach zu stellen, dass die Menschen über sich selbst auch nachdenken und die jetzt nicht so klassische Fragen sind, die Verschwörungsideologen und Ideologinnen immer wieder gestellt bekommen. Wenn es ein enger Bekannter oder Freund oder Freundin ist, recherchiert es gemeinsam. Schaut euch Dinge an, wenn jemand das behauptet, schaut mal dazu einfach einmal, kann im Netz sein, kann in echten Büchern sein, was man dazu findet. Man schaut gemeinsam auf Fact-Checker-Seiten. Wenn man das gemeinsam macht, ist die Bereitschaft daran zu glauben oder mir das auch zu glauben, auch um einiges höher, als wenn man das der Person sagt, ey, informier dich mal selbst. Versucht immer, die Person zu verstehen. Die Person hat eine Geschichte, die Person hat irrsinnig viel Zeit investiert in das Ganze, hat wahrscheinlich, wie sehr häufig, gerade was Verschwörungsideologien angeht, viele YouTube-Videos angeschaut, viele Berichte gelesen, das heißt wirklich viel Zeit investiert, und die Leute sind auch nicht so leicht wieder
zurückzubekommen von der Meinung. Die haben Zeit investiert und wenn ich denen jetzt sage, na gut, das ist also Blödsinn, dann werden sie die wehren, weil, wie gesagt, die ganze Zeit, die sie da investiert hätten, wäre dann eigentlich umsonst gewesen. Bei Streit Diskussion abbrechen, würde ich immer und jedem empfehlen. Nicht nur in dem Thema, aber wenn es emotional wird, wird es schwierig, jemanden zu überzeugen, weil dann verhärten sich die Grenzen, die Fronten ziemlich in jeder Diskussion. Und wenn man jemanden überzeugen will oder zum Nachdenken bringen will, dann hilft Streit gar nicht. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, professionelle Hilfe suchen. Es gibt in der Steiermark, also es gibt Sektenberatungsstellen, es gibt Stellen, wo man sich hinwenden kann, wenn gar nichts mehr hilft. Und dann der Mensch wirklich wichtig ist, dann sollte man auf jeden Fall gemeinsam nach professioneller Hilfe suchen. Das war es auch schon wieder von mir. Ja, bin einigermaßen in der Zeit geblieben. Es wundert mich. Ja, danke, Thomas. Super. Jetzt kennen wir uns ein bisschen aus. Es ist schon eine Frage in den Chat geschrieben worden und ich würde euch sowieso bitten, dass diejenigen, die jetzt irgendwelche Fragen bezüglich Verschwörungstheorien oder auch Umgang mit Verschwörungstheorien oder wie schaut es bei euch aus im Jugendzentrum oder mit euren Jugendlichen, wie ihr arbeitet jetzt zurzeit, ob sie irgendwie Probleme damit oder was habt ihr für Erfahrungen, dann bitte in den Chat. Die erste Frage, zurzeit die einzige Frage war von der Dani. Ich tue ganz kurz noch mein Ding beenden, meine Präsentation, ja, ist das okay? Okay, passt. Ja, dann sehe ich den Chat auch. Super. Ja, von der Dani, die schreibt, leider kann man den Medien auch schon lange nicht mehr alles glauben. Die einseitige Berichterstattung führt nun mal dazu, dass man recherchiert und hinterfragt. Glaubst du, dass die ganzen Infektionszahlen stimmen? Interessante Frage. Erstens, das stimmt natürlich, dass man alles hinterfragen soll. Das habe ich auch vorher drinnen gehabt. Man soll nichts hinnehmen, dass es hundertprozentig richtig ist. Man soll sich aber schon sehr genau auswählen, welchen Informationen man glaubt. Gerade was Medien angeht, glaube ich an Medium, das gewisse Grundlagen hat, Grundsätze hat, wie es recherchiert, wo man nachvollziehen kann, wo man sagen kann, okay, da gibt es dann eine Redaktion, die das Ganze bewertet und so weiter, das heißt, wo viele Leute an was schreiben, oder glaube ich, einer Person, die mit dem Thema vielleicht gar nichts zu tun hat, sich irgendwie durch YouTube-Videos oder andere Seiten informiert, zum Teil auch radikalisiert hat und dann einfach irgendwas behauptet. Das heißt, die Auswahl der Quelle, die Seriosität der Quelle ist einfach was irrsinnig Wichtiges. Und ja, ich glaube Medien eher als einfach nur Bloggern. Was man halt immer tun kann, ist mehrere Medien vergleichen. Wenn 4, 5 Medien und ich rede jetzt von Medien, das kann Fernsehen sein, das kann Zeitungen sein, das können einfach von Wochen, Monats- oder Tageszeitungen, wenn die ähnliche Sachen schreiben, dann gehe ich davon aus, dass zumindest im Kern das, was sie gemeinsam schreiben, richtig ist. Hat wenig mit Zweifel an der Nachricht zu tun, sondern einfach, ich glaube nicht, dass sie alle Medien gleichzeitig verschwören und sagen, jetzt schreiben wir einfach was nicht stimmt. Bei der Konkurrenz der Medien heutzutage kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass die sich nicht abreden, weil sonst, ja, könnte man die Hackel im Kreuz zum Teil nicht erklären. Ich glaube schon, dass unterschiedliche Medien unterschiedlich seriös arbeiten, aber sich deswegen jetzt von der kompletten Medienlandschaft abzuwenden, so wie es zum Beispiel der Trump gesagt hat mit einer kompletten Medienlandschaft, der gesagt hat, nicht diese Nachricht ist falsch, sondern ihr seid Fake News, was er ja, ich glaube, zum CNN-Reporter gesagt hat. Das heißt, alles, was ihr schreibt, ist falsch. Was mache ich damit? Ich sage damit, egal was die sagen, das ist falsch, ohne das vorher noch gelesen zu haben. Und ja, wenn ich die Quelle genügend check und genügend nachforsche und schaue, ob das stimmen kann und das auch für mich Glaube gründen kann, dann glaube ich auch, was in den Medien steht, natürlich. Also ich würde sagen, ich würde eher an ein Medium glauben, dass das klare Standards hat, als am Blog, wo ich nicht einmal weiß, wer den vielleicht betreibt, beziehungsweise der
zum Teil auch mit Sachen verkaufen möchte. Also das ist ja auch noch so ein großes Ding, gerade in der Verschwörungssache, in der Verschwörungsideologie, dass es Leute gibt inzwischen, die Telegram-Kanäle anbieten. Also wenn man Xavier Naidoo und so weiter, Attila Hildmann, die haben halt so ihre alternativen Fakten, die haben halt Kanäle, wo sie die raushauen. Da sind zum Teil 50.000, 60.000 Leute drin in den Telegram-Kanälen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die betreiben bezahlte Telegram-Kanäle. Das heißt, da kann man, da zahlt man dann ein Abo von 5 Euro im Monat und dann kriegt man die richtigen Nachrichten, also die wirklich wüden, das sonst niemand kriegt. Und ich meine, da ist natürlich, einerseits, der will Geld damit machen und der stellt seine Nachrichten hinter eine Paywall, so gesehen. Und hat natürlich auch was davon, wenn die Nachrichten immer spektakulärer werden, weil dort braucht jetzt nicht drinnen stehen, dass, keine Ahnung, in den Schulen keine Masken mehr getragen werden müssen ab sofort, sondern da muss was Wüderes drinnen stehen. Da muss, in der Obersteiermark gibt es das schöne, die Dosis sagt, was los ist. Es muss immer irgendwie die Dosissteigerung da sein. Es muss immer ein bisschen mehr werden. Das kennt man von Rausch, von Untersuchungen zum Thema Rausch. Das heißt, am Anfang braucht man das, dann braucht man ein bisschen mehr, dann braucht es ein bisschen mehr. Und das ist bei Radikalisierung eigentlich immer der Fall. Und es ist auch in dem Bereich sehr stark der Fall. Thomas, es ist noch was im Chat erschienen, und zwar, was ist Jenny Auninger? Sagt ihr was? Na? Die, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, MP. Mir fällt auch noch Jenny Clowninger ein, die Dame aus Wiener Neustadt. Ich glaube, das ist ein 29-jähriges Mädel, die irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit hat aufgrund Covid-19, Verschwörungstheorien, war im Falter. Ja, also da können wir leider jetzt nicht Bezug dazu nehmen. Ich habe gerade gesehen, das ist so aus dem Corona-Rebellen-Umfeld. Mhm. Ja. Ansonsten gibt es noch eine Frage von der Maria. Also leider können wir über die Jenny Clowninger euch nichts erzählen. Aber man kann es nachlesen im Falter. Also ja. Es ist auf jeden Fall sowas, wieder so ein Telegram-Kanal. Es gibt dann so einen Telegram-Kanal, Corona-Rebellen, wo halt die Leute finden, die... und das geht sehr weit. Wieder was. Wenn ich mit Maßnahmen, die die Regierung setzt, nicht zufrieden bin, heißt das nicht automatisch, dass ich Verschwörungsideologien glaube. Ich kann der Meinung sein, das mit den Masken ist ein Blödsinn, ist nicht meine Meinung, aber ich kann der Meinung sein, ohne dass ich sage, die Juden sind am allen schuld. Aber in solchen Gruppen ist halt dann vermehrt sehr stark der Fokus auf, das ist alles gesteuert und die wollen uns mundtot machen. Zum Beispiel jetzt bei Covid, die Maske soll uns mundtot machen und soll uns zensieren. Ja, als Symbolismus verstehe ich es, aber ich kann ja trotzdem noch reden. Also die Maske hindert mich ja nicht am Reden. Und das sind halt dann Sachen, die schon sehr weit hergeholt sind. Es gibt zum Beispiel, ich bin froh, dass wir überhaupt da sitzen, weil am 15. Mai hätte eigentlich in Deutschland die Diktatur anfangen sollen, also laut einem YouTube-Video, und hat sie nicht. Also mir wäre es, gut, wir sind in Österreich, aber das hätte man doch gehört, glaube ich, auch, wenn das gestimmt hätte. Und das wird heute auch in solchen Gruppen verbreitet. Die Maria hat auch noch was im Chat geschrieben. Und zwar, wie regiert man am besten bei Menschen, die man kennt, die absolut anfällig für Verschwörungstheorien sind? Ja. Diese viel und häufig verbreiten und sie auch absolut nichts sagen lassen. Normalerweise würde man sie ja da einfach entfreunden, aber ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da sie viele andere in den Strudel des Wahnsinns mitziehen dann. Ja. Die Meldefunktion auf Facebook ist sehr dürftig. Soll ich da dranbleiben? Hilft es, wenn man das macht? Nach dem Prinzip, wenn es mit der Zeit viele machen, kann man dagegen ankämpfen. Mittlerweile sind wir bei der Stelle, wo man mir schon gesagt hat, wenn so viele drüber reden, muss ja was Wahres dran sein. Ja, also erstens, Facebook melden, ja, das Meldesystem hat seine Nachteile, aber wenn man merkt, dass was falsch ist, bitte gern melden. Nicht drüber lesen und sagen, ah, das ist ein Blödsinn, sondern gern 3 Punkte klicken, Report Fake News. Fake News ist, oder gerade bei Facebook und auch bei Twitter inzwischen, was sich der Trump sehr echauffiert hat in den letzten Tagen, die sind gerade dabei, dass sie das immer verfeinern und dass sie auch wirklich, dass das immer genauer wird. Vor 1,5, 2 Jahren hat man sich das nicht denken können. Inzwischen wird zumindest darauf hingewiesen, auch auf YouTube, bei YouTube-Videos, die sich mit Covid beschäftigen, steht unten inzwischen für gesicherte Informationen, kannst du dort und dorthin. Das heißt, die tun schon was dagegen. Man kann natürlich immer sagen, dass es zu wenig ist, aber
es hilft was. Also man kann es auf jeden Fall tun. Es kostet dir nicht viel Zeit, es kostet uns nicht viel Zeit. Und ja, es verbessert hoffentlich auch den Algorithmus und die Menschen, die dahinter stehen. Ja, bringt sicher was, würde ich weiterhin machen. Was man machen kann mit einem Menschen, der einem sehr wichtig ist und den man nicht verlieren möchte, das ist genau das, was ich jetzt im letzten Punkt beschrieben habe eigentlich. Das braucht Zeit, bis ich eine Verschwörungsideologie glaube. Und genauso viel Zeit, oder wenn nicht mehr, braucht es auch, bis ich wieder loskomme von der. Und da hilft öffentliches Bloßstellen nicht. Das heißt, das hilft nicht, wenn ich dazu schreibe, das ist ein Blödsinn. Da hilft es vielleicht, wenn ich es in einer Privatnachricht schreibe und sage, hey, du, überleg dir das, schau dir das einmal vielleicht an und schau dir vielleicht die gesicherten Informationen an von Fact-Checker-Seiten, von anderen Seiten, wo man sagt, denen vertraut man. Am besten hilft natürlich immer der persönliche Kontakt. Das heißt, die Nähe zu der Person suchen, mit der Person drüber reden, mit der Person über die Beweggründe reden, welche Hintergründe hat die Person, dass sie an das glaubt, woher hat sie die Informationen und mit der dann das gemeinsam machen. Eben gemeinsam recherchieren zum Beispiel. Okay, die behauptet, keine Ahnung, 5G ist der Auslöser von Corona. Dann setze ich mich mit der hin bei der Person und mache 2 Stunden Internetrecherche nach gewissen Kriterien, die ich für gut halte. Nämlich schau nach, welche Quellen behaupten das, woher haben die das überhaupt? Das heißt, auf welche Quellen berufen sie sich? Weil nur weil jetzt jemand in einem YouTube-Video sagt, 5G verbreitet Corona, wo hat der das her? Ist der Mediziner? Kennt sich der mit 5G super aus? Hat der irgendwie Hintergrundwissen oder wo hat der das her? Dann schaue ich mir die Quellen an und schaue einfach zurück, wie bei der wissenschaftlichen Recherche, wo kommt das Wissen im Ursprung her? Und dann kann ich halt immer wieder sagen, okay, im Endeffekt ist das eine Quelle, die sich entweder im Kreis referenziert, das gibt es immer wieder, also A schreibt von B ab, B schreibt von C ab, C schreibt von D ab und D sagt, A hat das geschrieben, deswegen muss es stimmen. Das ist halt auch für Wissenschaft oder für die Wahrheitsfindung sehr schwierig, wenn das nur in einem Kreis passiert. Das heißt, es ist wie gerade in der Pädagogik oder in allen Dingen sehr viel Beziehungsarbeit und sehr viel Überzeugungsarbeit und es geht nichts sehr schnell. Das heißt, wenn mir die Person wichtig ist, ist es wahrscheinlich gut, wenn ich viel Zeit investiere. Und ja, was man halt noch tun kann, wenn man den eigenen seelischen Frieden haben kann, man kann auf Facebook auch mit einer Person befreundet bleiben, aber sie ababonnieren, also deabonnieren, dann sieht man einfach keinen Status mehr von der. Ob das Richtige ist oder ob das ist, was man will, kann man für sich selbst entscheiden. Aber die Möglichkeit besteht zumindest noch, dass man sie nicht entfreundet mit der Person, aber trotzdem nichts mehr liest, wenn man das nicht will. Ja, die Maria schreibt wieder gegen Ken Jebsen, Ken ja. FM. Anzukommen ja. Ist sehr schwer. Genau. Ja. Es ist einer der Großen in Deutschland, der ehemalige Journalist. Ich glaube, beim Radio Berlin-Brandenburg gearbeitet. Kommt eigentlich auch aus der eher linken Szene. Das heißt, der hat durchaus auch bei linken Fans. Und die, wie ich vorher schon gesagt habe, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien sind sexy. Die sind auch sexy aufbereitet. Die Videos sind zum Teil sehr gut produziert. Da steckt durchaus auch einiges an Geld dahinter, weil die halt auch irgendwann was verkaufen wollen oder Bücher schreiben zu dem Thema und natürlich die Leute anfixen wollen. Gegen solche Menschen ist es schwer anzukommen, das ist richtig. Und da hilft wiederum Beziehungsarbeit. Wenn mir der Mensch, dem ich sehr nahe stehe, weniger glaubt als jemanden, der im Internet was behauptet, dann ist es eh schwierig. Also dann ist es wirklich, ja, dann kann ich eigentlich nicht viel was machen. Dann hilft vielleicht nur professionelle Hilfe, kann mit einer Sektenberatung oder solchen Dingen gehen, weil die behandeln die Themen auch oder Extremismusberatungen. Aber da wird es dann schon wirklich schwierig. Wenn mir die Person nicht mehr glaubt, dann habe ich auch keinen Zugang mehr zu dir. Und da gibt es eben einige. Eben Ken Jebsen ist einer, der Name Oliver Janich ist der behauptet hat, am 15. Mai wird in Deutschland eine Diktatur errichtet. Und es gibt da wirklich Experten und Expertinnen, hauptsächlich sind es Männer, in jedem Bereich, die sie halt selbst als Experten bezeichnen, obwohl sie das halt nicht sind. Das sind zum Teil ehemalige Journalisten, Journalistinnen, die zu irgendwas geschrieben haben, die auch durchaus auch bei bekannten Medien waren. Also die waren zum Teil bei der ARD, beim ZDF, eben beim RBB und die dann irgendwann einmal abdriftet sind und gemerkt haben, na gut, mit dem mache ich halt auch mehr Geld. Also da kann ich einfach besser Bücher verkaufen, weil man sieht schon, die Leute sind bereit, für die Informationen auch zu bezahlen. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe das und das passiert jetzt in Deutschland, aber
wenn du wirklich wissen willst, was passiert, dann musst du meinen Kanal abonnieren, weil die machen ja so Werbung mit. Ich mache YouTube-Videos, aber die wirklichen Videos, die auf YouTube verboten sind, die YouTube sperrt, die 16 nur in meinem Telegram-Kanal. Und da gibt es dann halt genügend Leute, die 5 Euro pro Monat bezahlen, und damit sie die echten Videos sehen. Und die sind halt dann noch mal einen Schritt radikaler und härter. Da muss ich jetzt blöd fragen, man zahlt für einen Telegram-Kanal? Ja, also zum bestes Beispiel, Oliver Janich, eben der Deutsche, hat einen ganz normalen YouTube-Kanal, hat einen offenen Telegram-Kanal, wo der reiner Broadcast ist. Das heißt, da postet er pro Tag 40 bis 50 entweder Links oder Videos oder Nachrichten, die er sich irgendwo aus dem Internet zusammensucht oder die Beweise für seine Theorien darstellen. Und dann gibt es aber einen eigenen, wo man nur reinkommt, wenn man eine Mindestspende gibt. Das heißt, da gibt es dann einen Link, wo man hinklickt. Da wird man dann, also da bezahlt man dann was, da muss man dann seinen Telegram-Namen angeben und dort kommt man dann, wird man dann aufgenommen in den anderen Kanal. Wie viele Leute da drinnen sind, weiß man nicht, weil er eben zu ist und ich nicht bereit bin, dass ich dem Geld gebe, aber es sind sicher auch nicht wenige drin und das ist für ihn sicher eine ordentliche Lebensunterhaltsunterstützung. Also, ja. Okay, die werden halt auch weitergeteilt. Also, da gibt es ja die Klasse Eva Herrmann zum Beispiel, eine Deutsche, ich glaube, die hat auch beim ARD oder so weiter gearbeitet, die inzwischen sehr in das abgedriftet ist. Attila Hildmann und Xavier Naidoo haben sowieso viele Fans immer schon gehabt. Heiko Schrang, das sind so Namen, das sind die Stars der Szene und die behaupten halt einfach Dinge und reißen Sachen aus dem Zusammenhang und kreisreferenzieren sie dann und sagen, hey, in dem Video ist das behauptet worden, also ist das der Beweis dafür. Ja, das ist halt einfach irrsinnig schwierig, gegen die ganze Maschinerie inzwischen anzukommen. Bestes Beziehungsarbeit. Gibt es noch Fragen? Wir sind eigentlich schon fast über der Zeit. Es ist eigentlich schon nach 12. Aber ihr könnt es trotzdem, wenn es noch eine brennende Frage gibt, dann rein in den Chat. Ihr habt jetzt noch die Chance, oder noch eine Behauptung loszuwerden. Irgendwas, was ihr noch wissen wollt bezüglich Verschwörungstheorien? No. Dabei gibt es nur Dankeschön immer. Manche müssen nämlich schon den Chat verlassen, da sie andere Zoom-Meetings haben. Ja, bald. Ja, das stimmt. Also, aber solltet ihr noch Fragen haben, könntet ihr das natürlich auch an info@logo.at stellen, weil wir sind ja, also der Thomas arbeitet ja bei uns im Logo Jugendmanagement. Und wenn Sie sowieso Fragen habt, einfach info@logo.at. Ja, dann würde ich sagen, es kommen keine Fragen mehr. Leute bedanken sich schon alle. Danke und ciao. Habt ihr vergessen, dass ihr eine Teilnahmebestätigung braucht? Dann bitte schnell noch rein in den Chat, Vorname, Nachname, und wir schicken euch die Bestätigung. Die Präsentation vom Thomas können wir euch auch mitschicken. Der Thomas gibt sie uns frei und wir schicken sie zur Teilnahmebestätigung dazu. Ja, Elvis lebt. Elvis super. Lebt, ja, genau. Ist immer die harmloseste Dings. Also der Elvis lebt. Wie gesagt, Paul McCartney ist tot. Genau. Ja. Und ja, wenn ihr Lust habt, es geht natürlich jetzt die nächsten 2 Wochen, jetzt diese Woche und die nächste Woche weiter. Morgen um 14 Uhr treffen wir uns zur Pornokompetenz mit der Fachstelle für Burschenarbeit. Und Thomas, danke. Es war wirklich bitte, gern. Wieder was, es war was mir ein zum, wieder was Neues. Ich habe wieder was gelernt. Ja, obwohl ich mir gedacht habe, ich bekäme da schon ein bisschen aus. Aber eigentlich nicht. Und ja, ich hoffe, euch ist auch so gegangen. Und ja, danke fürs Dabeisein und viel Spaß noch. Und danke, Thomas. Danke, Isagar, danke, danke. Immer wieder schön. Nachmittag, bis morgen. Ciao, Papa. Ich heb ganz kurz ab, weil es ruft dir wieder an.